Let's Talk, Folge 6. Wenn einmal nichts zu tun ist, sollte der Hund nicht überdrehen. Herzlich willkommen bei letstalk.com, deinem Border Collie Podcast. Mein Name ist Haro und mein Ziel ist es, zusammen mit dir tief in die Welt der Border Collies einzutauchen. Lass dich inspirieren, erweitere deinen Hundehorizont und denke immer daran, der Mensch lernt vom Hund. Ja, heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema. Es geht um die Hütelinie des Border Collies, also genau um jenen Bereich, für den die Rasse Border Collie gezüchtet wurde und auch heute noch teilweise gezüchtet wird. Es geht also um die Kernkompetenz des Border Collies und darüber werde ich jetzt mit einer richtigen Expertin sprechen. Sie züchtet Border Collies der Hütelinie. Sie ist im Vorstand der Austrian Sheepdog Society und dort ist sie zuständig für die Zuchtabwicklung. Sie betreibt den Trial-Sport und vertritt Österreich mit ihren Hunden erfolgreich bei Europa- und Weltmeisterschaften. Ich begrüße dich recht herzlich, Barbara. Hallo. Ja, hallo, Haro. Vielen lieben Dank für die Einladung, dass wir über unsere Border Collies sprechen können. Es ist nicht viel hinzuzufügen, was du über mich gesagt hast. Beruflich. Ja. Beruflich wolltest du wissen, was ich mache, oder? Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ja, genau. Okay. Also zum einen, ob das gepasst hat, was ich jetzt von mir gegeben habe über dich. Und ja interessant wäre eben, was du beruflich machst und was dich eigentlich alles so mit dem Thema Border Collie verbindet. Ja, beruflich bin ich beim Finanzamt, bin ich Betriebsprüferin. Der Beruf macht die vielen Dinge mit den Border Collies auch möglich. Nebenberuflich bin ich eben Border Collie Züchterin, Schafzüchterin, züchte die Schafe der Rasse Scottish Blackface und mache das jetzt seit circa 20 Jahren. Also die perfekte Kombination eigentlich, Schafzucht und Border Collie Zucht. Das einzige Finanzamt passt nicht ganz dazu, aber... ja, hat mir noch nie viele Sympathien eingebracht. Aber es ermöglicht zumindest das Ganze der Vorliebe zum Züchten der Schafe und der Hunde. ja, das passt sehr ja gut also so. Das heißt, wir sprechen da wirklich von einer richtigen Hütelinie, von einer richtigen Arbeitslinie, hast du mir gesagt, heißt es eigentlich. Mhm. Was heißt Hütelinie, Arbeitslinie? Also auf das Thema stoßt man früher oder später. Zum einen, wenn man sich einen Border Collie nehmen möchte, aber auch später, wenn man dann mit einem Border Collie zusammenlebt, dann kommt dieses Thema irgendwie auf. Also für mich gibt es da die Showlinie, dann ich sage immer Hütelinie dazu und ja, dann gibt es eben keine Linie, aber auch Border Collie. Und was ist jetzt Hütelinie? Also Hütelinie, ich verwende den Begriff nicht wirklich, aber ich nehme an, er ist doch ein geläufiger. Ich verwende lieber den Begriff Arbeitslinie. Das sind Hunde, die wirklich auf Arbeit selektiert sind. Das heißt, wie gehen sie mit Schafen um? Was ist ihre natürliche Veranlagung, mit Schafen umzugehen? Wie trainierbar sind sie? Und über dem allem steht das Temperament des Hundes, das absolut in Ordnung sein muss, um erfolgreich täglich arbeiten zu können. Weil du gesagt hast, welche Veranlagung braucht er da und was zeichnet denn diesen Border Collie als diesen Elite-Hütehund aus? Was tut er? Was kann er anders? Was kann er besser oder was macht er anders als andere Hütehunde? Zum Beispiel Kelpies oder Australian Shepherds, ist das jetzt gemeint? Oder nur der Bereich Show Border Collies und Arbeitshunde? Nein, ich habe jetzt schon den Border Collie als den Arbeitshund gemeint. Also irgendwas muss er ja ganz besonders können, oder? Oder ist es vergleichbar mit einem Australian Shepherd? Oder? Nein, die Arbeitsweisen sind total unterschiedlich. Was den Border Collie als Arbeitshund auszeichnet, ist, dass er auf richtig große Distanzen noch immer zuhören möchte. Das ist eben der große Will to Please, den diese Hunde mitbringen müssen. Selbstständig denken,
beim Selbstständigdenken bin ich dann wieder, dass eben natürliche Veranlagung da sein muss und ein Gespür für die Schafe, dass die Hunde wissen, was die Schafe als nächstes tun werden und entsprechend reagieren. Und es ist eben immer zwischen Instinkt und zuhören zu wollen. Das zeichnet diese Hunde aus und dass sie absolut loyal sind und das für Stunden. Und der Körperbau, ist der auch irgendwie speziell? Oder, ja, oder ja. Schaut man nur auf seine Charakter? Nein, der Körperbau muss passen. Sie müssen eben, das ist dieser gängige Begriff, ein funktionierendes, funktionelles Exterieur haben. Das heißt, der Hund muss gute Winkelungen haben, der Hund muss gute Schulter haben, langen Hals, um den Kopf tief senken zu können, dann hat er mehr Einfluss auf die Schafe. Er darf nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu leicht und nicht zu schwer sein. Er soll einen guten Rutenansatz haben. Felllänge ist Geschmackssache. Aber es ist im Prinzip jetzt rein der funktionelle Aspekt beim Körperbau im Vordergrund als ein optischer Aspekt. Oder? Weil ja. Sonst wäre man ja eben bei einer Showlinie, oder? Weil dort schaut man jetzt nur auf die, oder so gut wie nur auf die optischen Merkmale. Also es gibt da einen Standard, wie ein Border Collie auszusehen hat, der beschreibt in groben Zügen schon, wie ein guter Arbeitshund gebaut sein soll. Aber es gibt dann eben noch die Beschreibungen, er sollte Langhaar sein, die Augenfarbe sollte eine bestimmte Farbe haben. Das finde ich jetzt persönlich unwesentlich. Wichtig ist wirklich, dass der Hund von seinem Exterieur so gebaut ist, dass er arbeiten kann, dass sein Exterieur es ihm möglich macht, enge Wendungen zu machen, sofort stoppen zu können, von der Ausdauer her laufen zu können. Das heißt, tiefer Brustkorb, breitere Schultern, das ist wichtig. Kann er dieses Arbeiten von sich aus schon zu einem Großteil oder zum ganzen Teil und benötigt nur mehr die entsprechende Führung dann dazu? Oder lernt man ihm da auch Teile davon? Viele junge Hunde sind extrem keen, also die wollen unbedingt arbeiten. Denen ist der Instinkt, steht ihnen am Anfang noch im Weg. Manche Hunde sind natürlicher, manche Hunde sind greller. Das ist dann eben auch Geschmackssache, wie es jeder haben möchte. Und greller, sind vielleicht am Anfang nicht so nett zu den Schafen. Es gibt Hunde, die sind von Anfang an nett. Es gibt Hunde, die haben mehr Impuls. Und da liegt es eben am Händler, durchs Training die Waage zwischen Respekt und Vertrauen zu schaffen. Also es ist ganz wichtig, dass der Hund Respekt hat und die Bereitschaft mitbringt, zuzuhören. Und am Anfang sind sie sich vielleicht, wenn sie der grellere Typ ist, der will mehr sein Ding machen und mit dem entsprechenden Handling bringt man ihn dann dazu, die Dinge zu machen, die eine Zusammenarbeit ermöglichen. Heißt es dann, dass sind wir dann bei der charakterspezifischen Veranlagung, die er hat, oder? Wenn einer greller ist, der braucht dann ein bisschen konkretere Führung, dass das nicht okay ist. Aber dieses am Schaf arbeiten, das ist eben das Rassespezifikum, oder? Genau. So hätte ich das jetzt genau verstanden. Genau, völlig richtig. Wie komplex ist es jetzt, so einen Arbeitshund zu züchten? Und ja, wie komplex ist das? Weil da gibt es ja jetzt wahrscheinlich viele verschiedene Merkmale oder Dinge, die man beachten muss, oder? Damit das, weil ich habe so verstanden, dass ein Hüteverhalten trotzdem ein Jagdverhalten ist. Ist das korrekt, diese Annahme? Ja, genau, das ist richtig. Der Hütetrieb kommt vom Jagdtrieb. Die Tötungsabsicht wurde weggezüchtet, haben die Hunde auch nicht. Was wichtig ist zu schauen, ist, welchen Typ Hund habe ich? Ein Hund soll nicht zu viel Auge haben. Auge hindert ihn, frei zu laufen. Er soll auch nicht massiv auf Schafe zugehen, dass er zu wenig Gespür hat. Also man soll schauen, dass man einen guten Typ hat, der ausgewogen ist. Also wie in allem im Leben ist es nicht gut, zu viel von irgendwas zu haben. Und dass man da eben einen bestimmten Typ hat, der einerseits nett zu Schafen ist, sie respektiert, aber auch
die Schafe ihn respektieren, der gut zuhört, der sehr gut Kommandos umsetzt und doch seine eigenen Ideen mitbringt. Und da brauche ich eben den ausgewogenen Typ. Und um gut züchten zu können, oder man versucht gut zu züchten, muss man eben meiner Meinung nach wissen, wie schauen die zwei Generationen dahinter aus, um den entsprechenden Zuchtpartner finden zu können, der im besten Fall der gleiche gute Typ ist oder Dinge, die nicht so gut sind, hoffentlich ausgleicht. Bedeutet, man muss sehr viel Erfahrung haben, um das überhaupt beurteilen zu können. Und dann gibt es viele verschiedene Dinge, die man beachten muss. Und dann müssen wir auch noch auf den Körperbau schauen. Und also ich habe eingangs erwähnt, du bist bei der Austrian Sheepdog Society im Vorstand und auch für die Zucht verantwortlich. Was ist die Austrian Sheepdog Society und wie spielt das im Prinzip dann zu dieser FCI-Verbandgeschichten und Stammbaum? Was ist das alles? Okay, also ich fange mal mit der Austrian Sheepdog Society an. Die ist primär ein Ausbildungsverein, der in den 90er Jahren gegründet wurde, mit dem Ziel, eben Hunde gut auszubilden. Da sind viele Trainer aus Großbritannien eingeladen worden. Seit 2004 ist die Austrian Sheepdog Society associated zur ISDS, International Sheepdog Society. Die International Sheepdog Society führt ein Zuchtbuch, das gibt es seit 1906. Das heißt, die ISDS ist primär kein Zuchtverein, sondern ein Ausbildungsverein. Und wenn jemand züchten möchte, dann wird der Hund, der bei der ISDS die Zuchtbedingungen erfüllen muss, in das Zuchtbuch der ISDS eingetragen. Und das sind Border Collies hauptsächlich. Es gibt Bearded Collies, die Registered on Merit geschafft haben. Das heißt, die haben aufgrund ihres Leistungsnachweises eine ISDS-Zuchtbuchnummer erhalten. Aber es geht da primär um Border Collies. Und die FCI, die gibt es, die Border Collies, die bei der FCI anerkannt sind, gibt es, glaube ich, seit 1976, wenn ich mich nicht irre. Und da wird viel auf Aussehen gezüchtet oder hat sich immer mehr entwickelt, weil die Stammhunde kommen ja von der ISDS. Und wie gesagt, da sind andere Kriterien zu erfüllen, als wie es bei der Austrian Sheepdog Society ist. Das heißt, Austrian Sheepdog Society sind die Arbeitshunde, die auf Arbeit gezüchtet werden. Die müssen auch einen Leistungsnachweis erbringen. Und bei der FCI ist das nicht erforderlich, um züchten zu können. Okay, und das ist ja dann eigentlich jetzt der große Unterschied, genau so wie du es jetzt gesagt hast. Und FCI, da gehen die Hunde ja auf Shows, oder? Und werden nach Optik bewertet und nach ihrem Körperbau. Genau, also bei der FCI sind die Zuchtvoraussetzungen die Gesundheitsergebnisse, die erfüllt werden müssen und ein Ausstellungsergebnis. Und dann kann der Hund auch noch angekört werden. Und dann kann man züchten. Und dann gibt es eben noch den Anlagentest gibt's und die Hüteprüfung. Und da gibt's, das geht dann in Richtung Leistungszucht, da gibt es das Prädikat. Und bei der ASDS gibt es die Bedingungen. Die Gesundheitsergebnisse müssen passen, die sind dieselben, nahezu dieselben wie bei der FCI. Und zusätzlich ist ein Leistungsnachweis zu bringen, dass die Hunde von einem unabhängigen Richter beurteilt sind, dass sie arbeiten können. Verstehe. Und das heißt, das ist jetzt wirklich die klare Trennung zwischen Arbeitslinie und Showlinie. Und also für wen werden jetzt diese Hunde nach ISDS und ASDS, für wen werden diese Hunde gezüchtet? In Österreich teilt sich das auf. Einerseits Hunde, die in Betriebe gehen, wo Landschaftspflege betrieben wird. Die Hunde brauchen eben, um Schafe von A nach B zu bringen. Es werden Hunde benötigt, die auf der Alm arbeiten, Tirol, Enstal. Und dann gibt es natürlich auch jene, die sagen, ich bin Hobbylandwirt, ich habe ein paar Schafe und ich habe Freude damit, meinen Hund auszubilden und arbeite so. Ja, wie sehr muss jetzt so ein Landwirt eigentlich Know-how und Verständnis von dem ganzen Thema haben eigentlich?
Viel. Was passiert mit so einem Hund, wenn jetzt, ich bin jetzt ein Landwirt und denke mir, ja, brauch, das wäre super Unterstützung, so ein Border Collie. Ich habe gesehen im Fernsehen, der macht das dann alles mit den Kühen, mit den Schafen. Ich hole mir so einen Border Collie. Wie sehr sollte ich mich dann auskennen, was ich tue? Und vor allem, wie muss der dann geführt werden, dieser Border Collie? Und muss der dann immer arbeiten? Und wie oft muss er denn arbeiten? Und also es sind wirklich viele Fragen, die ich mir da stellen würde. Okay, es muss einmal ein Grundverständnis für Hundeerziehung da sein. Ein Border Collie ist kein, von der Grunderziehung her kein anderer Hund, als wie es ein nicht hütender Hund ist. Brauchen sehr viel Ruhe. Und dann muss ich mich damit beschäftigen, welche Kommandos brauche ich für den Hund, um ihm zu sagen, was ich gerne möchte, wohin er soll. Und ganz wichtig ist, dass ich weiß, wie Schafe, Rinder denken und sich verhalten. Und dann kann ich meinen Hund entsprechend einsetzen. Also es sind ganz viele Komponenten, die ich da bedenken muss und die ich beobachten muss, um einen Hund gut führen zu können. Was würde passieren, wenn ich das alles nicht mache? Wenn ich ihm einfach am Hof ihm den Schafen überlasse, was passiert dann? Dann wird er dann nur mehr hüten? Und genau, ich kann einen Border Collie nicht alleine lassen mit Tieren. Für das sind sie nicht gemacht. Die Border Collies sind gemacht, dass ich gemeinsam mit ihm zu den Schafen, Rindern gehe und dort arbeite. Das heißt, die kommen dann weg und wenn man beim Vieh ist, dann macht man seine Arbeit, dann hat der Hund auch zuzuhören. Arbeit wird erledigt, kommt wieder weg. Viele Probleme entstehen, weil Hunde eben alleine entscheiden dürfen, ohne Aufsicht, was sie tun. Und das führt zu Unfällen, das führt dazu, dass die Hunde lernen, nicht unbedingt zuhören zu müssen. Also die gehören weg. Das ist ganz wichtig. Ja, also das heißt, das funktioniert so nicht. Ich wäre jetzt nicht Landwirt und nehme einfach einen Border Collie und lasse ihn dann da einfach das Ganze übernehmen, sondern der braucht da ganz eine konkrete Führung dann auf diesem Hof, arbeiten ja und dann wieder zur Ruhe. Genau. Was tut so ein Border Collie, wenn jetzt kein Almtrieb, keine Saison des Almtriebes ist? Was macht man mit so einem Border Collie? Weil immer das ganze Jahr werden die ja nicht arbeiten, oder? Ja, wenn das Temperament des Hundes sollte so gut sein, dass er auch, wenn er einmal 2 Monate lang nichts tut, trotzdem okay ist. Das ist Voraussetzung. Es ist nicht immer Arbeit und das heißt nicht, dass der Hund irgendwo mutterseelenallein im Zwinger eingesperrt ist, aber wenn einmal nichts zu tun ist, sollte der Hund nicht überdrehen, nicht hippelig werden. Hängt natürlich ganz viel zusammen, wie der Hund aufwächst. Wenn er ständig stimuliert wird, dann werden sie hippeliger. Wenn sie ganz normal aufwachsen, dann sollte das kein Problem sein, wenn die 2 Monate mal nichts tun. Das heißt jetzt nicht, dass das Border Collies einfach für nichts tun gemacht sind, aber wenn einmal keine Arbeit ist, soll das kein Problem sein. Wäre es, also oder die erste Frage wäre jetzt, hat man so einen Hund, kann man so einen Hund sowohl als auch führen? Also er arbeitet am Hof und ich habe ihn in der Familie und behandle ihn wie ein Familienhund oder? Oder ist das dann wirklich reiner Arbeitshund und der ist auch zufrieden mit der Arbeit, der ist erfüllt, alles, der braucht den Menschen dann gar nicht so? Oder? Doch, Border Collies ist der Menschenkontakt sehr wichtig. Also das mögen sie sehr und natürlich mit allen Regeln, die es zu beachten gilt, wenn ein Hund auch Familienhund ist. Das heißt, den kann ich ganz normal als Familienhund so auch führen und halt zusätzlich am Schaf arbeiten lassen. Genau. Wäre so eine Arbeitslinie als reiner Alltagshund, als reiner Familienhund geeignet, ohne Arbeit am Tier? Kann man da irgendwie alternativ dann was tun mit dem oder würde das nicht funktionieren? Also ich sage jetzt mal grundsätzlich nein. Alternativen kommt es drauf an. Ausnahmen gibt es auch immer wieder. Es gibt Border Collies aus Arbeitslinie, die, wenn die nichts zu tun haben, ist es auch okay. Das sieht man aber erst später, wenn die ein Jahr alt sind. Viele Arbeitslinien werden im Sport geführt und laufen sehr erfolgreich im Sport und mit dem richtigen Handling ist es durchaus vorstellbar. Aber das setzt konsequente Führung voraus und Hundeverständnis. Und dass man weiß, wenn du von Sport sprichst, sprichst du dann von dem Trial-Sport? Nein, wenn ich von Sport spreche, dann spreche ich von Agility, Obedience,
Sport. Ah, okay. Das heißt, er muss nicht unbedingt am Schaf arbeiten, aber er braucht eine entsprechende Betätigung, eine entsprechende Führung, ein entsprechendes Betätigungsfeld, eine Aufgabe in diese Richtung. Ja, genau, setzt aber voraus, dass man da schon fortgeschritten ist und hunderfahren ist, um die wirklich gut im Sport führen zu können, die Arbeitslinien. Heißt das jetzt eigentlich auch, wenn ich mir jetzt einbilden würde, mir gefällt das irrsinnig gut, das Hüten am Schaf, ich stelle es mir ja extreme Verbundenheit zwischen mir, meinem Hund, dem Schaf, der Natur vor, wenn das Ganze funktioniert, ja, dieses Zusammentreiben und das Ganze. Könnte ich mir oder wäre es ratsam oder wäre es okay, wenn ich mir jetzt eine Hütte, eine Arbeitslinie nehme und sage, ich mache jetzt Trialsport. Also Trialsport, vielleicht, wenn du uns jetzt nochmal oder vielleicht ein bisschen darüber erklärst, davon erzählst, was ist das Trial und dann vielleicht auf diese Frage jetzt zurückkommst, die ich jetzt gerade gestellt habe, eben ob das auch eine Möglichkeit wäre, einfach Trialsport zu machen mit meinem Border Collie. Also vielleicht die erste Frage, was ist Trial, Barbara? Das Trial, das gibt es seit 1873 und der Grundgedanke des Trials war eben das Interesse, möglichst viele Hunde auf einem Feld unter den gleichen Bedingungen zu sehen, um eben mögliche Zuchtpartner zu finden und welcher Hund einfach am besten mit diesen Bedingungen zurechtkommt. Also auch was die Ausbildung betrifft, um sehen zu können, was könnte ich besser machen. Das war der Grundgedanke des Trials. Und das ist auch jetzt noch so, weil eben wirklich die gleichen Bedingungen für alle herrschen und man eben sieht, welches Team meistert das am besten. Und wenn ich als Hobby-Schafhalter sage, das möchte ich gerne machen, setzt es aber voraus, dass die Hausaufgaben sehr, sehr gut gemacht werden, weil das Führen noch mal viel genauer ist, als wie es in der täglichen Arbeit es verlangt ist, zu führen. Also jeder, der gerne wissen möchte, wie mein Hund auswärts funktioniert, für den ist ein Trial ideal. Da werden einem sehr gut die Fehler aufgezeigt, die man in der Ausbildung, im Handling, im Schafelesen hat. Aber das macht man schon meistens, wenn man selbst Schafe hat. Es ist sehr von Vorteil, ja, weil man einfach, ja, es ist eine andere Selbstverständlichkeit, zusammenzuarbeiten, wenn man am eigenen Betrieb die Schafe arbeitet und nicht nur einmal in der Woche bei jemandem, sage ich jetzt mal, zu Gast ist und dort trainiert. Möglich ist es, möglich ist es. Also ist es richtig, dass man sagt, das ist im Prinzip die Ausbildung von Hund und dem Schäfer oder der Person oder dem Halter und dann nimmt er das Ganze, also dort ganz präzise, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, und dann macht er das dann bei seinen Schafen. Na, wenn ich zum Trial gehe, sollten diese Hausaufgaben schon alle gemacht sein. Da gibt's unterschiedliche Klassen, Klasse 1 bis 3. Klasse 1 sind die Anfänger, junge Hunde, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber wie gesagt, es muss der Gehorsam passen, es muss das Schafverständnis passen, es muss trainiert sein, ja, trainiert worden sein, um erfolgreich oder gut laufen zu können. Das heißt, es ist immer eine Art von Bewerb, die er durchläuft und das macht er dann gut oder halt nicht so gut und dann wird er bewertet und dann passt es oder passt oder hat er halt sein Ranking. Genau, man geht in jeden Bewerb mit 100 Punkten. Es gibt da dann Richter. Die Zeitvorgabe variiert zwischen, je nach, wenn es eine niedrigere Klasse ist, dann ist es natürlich weniger. Dann sind es vielleicht 6, 7 Minuten. Bis zu den hohen Klassen, das sind es 15 Minuten. Man geht dort rein, hat 100 Punkte, legt los und für jede Aufgabe, je nachdem, wie sie gemeistert wird, gibt es dann Punkteabzug. Da stehen dann Schafe in der Mitte irgendwo drinnen, so habe ich das gesehen im Video. Also dann steht der Trial-Sportler, wie sagt man, sagt man zu dem Schäfer dann? Oder wer Händler, steht dann da? der Also Händler, der der Händler, Händler. der steht dann dort und schickt dann seinen Hund und schaut ja extrem spektakulär aus. Also dann läuft der Hund da eigentlich teilweise in eine ganz andere Richtung. Ist das richtig? Und einen riesen Bogen.
und dann macht er irgendeine Aufgabe mit den Schafen, oder? Genau, das ist in Anlehnung der täglichen Arbeit. Man steht an einem bestimmten Punkt. Schafe stehen je nach Klasse von 70 Meter bis 600 Meter weiter weg. Ein Hund wird losgeschickt auf einen Outrun, so wie es in der täglichen Arbeit ist oder sein kann. Hat einen schönen Bogen zu laufen, hat die Schafe hinten zu übernehmen und ruhig in gerader Linie dem Händler zu bringen. Ja, Barbara, und bei diesem Trial, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert die Kommunikation? Weil du hast mir eingangs erwähnt oder gesagt, dass der Border Collie über sehr weite Distanzen in der Lage ist, seine Arbeit zu verrichten. Wie funktioniert das? Vorzugsweise funktioniert die Kommunikation mit Pfeifkommandos. Pfeifkommandos tragen sich über eine lange Distanz und man kann die Tonalität der Pfiffe sehr gut steuern, besser als wie mit der Stimme. Die verträgt sich auf die Distanz und die Tonalität kann man auch durch die Lautstärke nicht so gut rüberbringen. Also das beste Mittel ist eben die Pfeife. Und das passiert alles über die Pfeife oder auch anders und oder hauptsächlich auch, über sowohl die, als auch. Sowohl als auch, hauptsächlich über die Pfeife. Man hat ein Linkskommando, ein Rechtskommando, ein Stoppkommando, ein drauf zugehen und dann gibt es eben mit dem Pfiffen alle Variationen. Schnell, langsam, weit, eng bei allen Flanken, also das sind die Richtungen beim drauf zugehen. Stopp ist Stopp und wenn der Hund dann vielleicht nicht mal so zuhören möchte, dann kann man ihn auch mal ermahnen. Das kann man über den Pfiff machen oder mit der Stimme. Die Korrektur kommt auch über die Ja, man kann auch ein Korrekturkommando über den Pfiff machen. Wie lernt man das? Wie baut man das auf über die Pfeife? Könnt ihr das jetzt mit meinem Hund anfangen, einfach mit Pfeife aufzubauen, was alles tun soll? Ja, ich kann dir das erzählen, wie es an den Schafen ist. Der Hund sollte mal die Stimmkommandos wissen, rechts, links, drauf zugehen, stopp. Und wenn ich ihn dann zum Beispiel nach links schicke, Kommando come by, lege ich dann den Pfiff drauf. Und mit der Zeit lernt der Hund, dieser Pfiff heißt nach links laufen. Das gleiche macht man nach rechts, das gleiche macht man mit Stopp. Ich fange immer mit dem Stoppkommando an, dass die Hunde lernen zu stoppen auf Pfiff, dann drauf zuzugehen. Das ist ein natürlicher Reflex, wenn sie liegen, dass sie dann gleich wieder aufstehen wollen, auf die Schafe drauf zugehen möchten. Belegt man mit dem Pfiff und so lernt man ihnen das. Braucht er dann eine Bestätigung noch? Wie bestätigt man ihn? Nein. Wichtig ist, dass die Hunde müssen auch Dinge lernen, die sie vielleicht nicht so gerne möchten, gegen die Balance zu laufen. Also sprich, gegen die Balance ist die Schafe nicht nur zu bringen, sondern weiter zu laufen und wegzutreiben. Dass man mit der Stimme die Hunde so führt und korrigiert, dass sie immer Spaß dran haben. Und die Bestätigung ist, immer auf die Schafe drauf zugehen zu dürfen. Das ist die einzige Bestätigung, die der Hund bekommt. Eine andere braucht er nicht. Das ist das Leckerli dann. Genau. Verstehe. Wie lange dauert es, bis so ein Border Collie das kann? Als Welpe, dann wann fängt er an, am Schaf zu arbeiten? Oder wann versucht man das das erste Mal? In welchem Alter und wann ist er eigentlich fertig? Also mit 12 Wochen kann man die nur mal so an netten Schafen mal antesten, unter total abgesicherten Bedingungen. Mit 12 Wochen zeigen sie gerne, wie sie, wenn sie älter sind, sein werden. Von ihrer Natürlichkeit, ohne trainiert zu sein. Das sieht man gut. Und dann probiert man alle 2 Wochen, vielleicht einmal im Monat. Und wenn sie dann ein knappes Jahr alt sind, hängt natürlich immer vom Hund drauf ab, kann man dann mit ernsthaftem Training beginnen. Also man muss ja immer berücksichtigen, dass der Knochenaufbau noch nicht fertig ist und eben die mentale Verfassung vom Hund. Es gibt Hunde, die sind früher fertig, um trainiert zu werden. Manche brauchen etwas länger. Und ganz fertig ist ein Hund, wenn er circa 4 ist. Also unter jeder Pfote ein Jahr. Okay, also das dauert ja schon wirklich sehr lang, bis er, ja, wenn er 4, und wie lange ist er dann in der Lage, das zu machen? Solange er körperlich wahrscheinlich? 9 ungefähr. Also um ganz schnell und akzentuiert arbeiten zu können, das schaffen sie bis 9 und dann
Arbeiten, die sie gewohnt sind, können sie mit 12 auch noch verrichten. Aber das ist natürlich damit mit Abstrichen schon. Dann läuft er nur mehr mit oder was ist dann nach dem? Ja, dann sind sie in Pension. Dann dürfen sie den Lebensabend genießen, herumhängen. Ja, super. Das war jetzt super interessant alles zum Thema Hüten. Letzte Frage zum Hüten hätte ich noch. Da gibt es einen Stock, einen Schäferstock heißt der. Ich weiß es nicht, wie heißt. Was hat es mit dem auf sich? Ja, das ist ein verlängerter Arm. Je nachdem, wie der Haken vorn beschaffen ist, kann man damit auch Schafe fangen, dass man es beim Hinterbein einhakt und das Schaf fangen kann. Aber es ist ganz viel auch eine Verlängerung des Arms, wenn man einpferchen möchte, dass der Arm länger wird, dass man die Schafe auch damit in eine bestimmte Richtung drängen kann, dass man die beim Kopf, bei den Augen hinhält und sie drehen dann. Okay, es hat aber nichts mit dem Hund jetzt zu tun, mit der Führung des Hundes. Nein, also der Stock soll für den Hund neutral sein. Man kann, wenn man ihn hochhebt, dann ist es natürlich ein bisschen was Bedrohlicheres. Aber im Grunde sollte der Stock neutral für den Hund sein. Verstehe, okay. Also kein Wurfstock. Nein. Ja, super, Barbara. Also wie gesagt, das war jetzt ganz, ganz viel zum Hüten, was sehr interessant ist und wo man, glaube ich, noch sehr lange ins Detail drüber sprechen kann. Ich würde jetzt aber trotzdem gern zu meinem Standardfragenblock, sage ich, dazu kommen. Das sind ein paar Fragen, die ich dir jetzt stelle, die du aus dem Stegreif heraus versuchst zu beantworten in einem kurzen Satz. Wenn du bereit bist, würde ich losstarten damit. Gerne. Welche Überlegungen sollte man sich deiner Meinung nach vor Anschaffung eines Border Collies stellen? Ja, das sollen Überlegungen sein, die man sich vor der Anschaffung eines jeden Hundes machen sollte. Bei den Border Collies kommt dazu, dass sie eine wirklich konsequente, souveräne Führung brauchen und schlecht damit umgehen können, wenn sie zu viel Freiraum haben. Und der Hund braucht eine Aufgabe. Wenn sie aus Arbeitslinien kommen, verstärkt oder primär die Aufgabe wirklich als Arbeitshund, Hütehund. Und wenn man das nicht bieten kann, dass man die Hunde wirklich gut im Sport ausbildet mit einem erfahrenen Trainer. Mhm. Klingt einleuchtend, ja. Was hat dir dein Border Collie gelernt, wenn er dir was gelernt hat? Oh, die haben ja ganz viel gelernt. Die waren eine Lebensschule. Reflektiert zu sein, Körpersprache und Stimme richtig einzusetzen, situationsbedingt richtig einzusetzen. Sie sind wahnsinnig sensibel, diese Hunde, und nehmen ganz viel auf. Und was sie mir genommen haben, war die Prüfungsangst, die ich hatte. Die Prüfungen, die du gemacht hast beim Trialsport oder beim Züchten oder okay. Na, generell Prüfungen und dann wollte ich das mit dem Trial machen und hatte wahnsinnige Prüfungsangst und wir haben da den Anfang ziemlich versemmelt. Und ja, und nachdem ich es wollte und die Hunde gut waren und mitgemacht haben, haben wir das überwunden oder ich habe es überwunden. Super schöne Antwort, gefällt mir gut. Was bedeutet für dich erfülltes Leben mit Border Collie oder mit Hund? Mit Hund, mit Border Collie. Ja, wenn die Kommunikation passt, wenn es keine Probleme gibt und für den Hund und für den Menschen das Leben harmonisch abläuft. Das ist ein erfülltes Leben, dass wir einfach ein gutes, dass wir Teamplayer sind und gute Basis haben und gern zusammenleben. Wie würdest du den Border Collie in einem Satz beschreiben? Die Border Collies in einem Satz. Das sind die klügsten, loyalsten und die lustigsten Teamplayer, die man sich wünschen kann. Das stimmt, ja. Ja, absolut. Was ist für dich ein guter Hundezüchter? Ein guter Hundezüchter. Ist jemand, der seine Hunde und die Vorfahren seiner Hunde gut kennt. Die Hunde, die in die Zucht gehen, dass die auch eine Leistung erbracht haben
oder dass der Hundezüchter weiß, was für eine Leistung sie erbringen können und was nicht. Versuchen, gute Zuchtpartner zu finden, der gesundheitliche Aspekt und dass der Züchter weiß, wen er welchen Hund anvertrauen kann. Hast du vielleicht die ein oder andere Buchempfehlung für unseren Hörer? Ja, ich habe zwei Bücher, wo ich immer wieder noch reinlese und reinblättere. Das ist das eine, das war mein allererstes Buch. Das heißt Mein Leben mit Border Collies. Das hat der Glyn Jones geschrieben. Ich glaube, das ist im Piepenbrock Verlag erschienen. Es ist hier und da auf Amazon, habe ich es gesehen, erhältlich. Ich weiß nicht, ob es noch gedruckt wird. Aber sehr, sehr interessant. Da ist alles gut zusammengefasst, was man wissen sollte. Und das zweite Buch ist Border Collies Hunde an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Das hat Silke Meermann in Zusammenarbeit mit der Anita Hermes geschrieben. Super interessante Bücher, glaube ich. Die werden wir in unseren Shownotes verlinken. Ja, vielen Dank. Welchen Tipp als Abschlussfrage bitte? Welchen Tipp möchtest du unserem Hörer mit auf den Weg geben? Seid eurem Hund ein souveräner, fairer und konsequenter Rudelführer. Ein wunderschönes Schlusswort. Barbara, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr interessant. Sehr, sehr gerne. Was mir irrsinnig gefallen würde, wenn ich dich einmal an den Schafen mit deinen Hunden arbeiten sehen würde, dürfte, das würde mich sehr freuen. Gerne. Dann sage ich noch einmal Danke für das Gespräch. Ich sage Danke. War sehr schön, plaudern zu dürfen. Danke, dass du da warst. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Danke. Ciao. Das war Haros Let's Talk Border Collie Podcast. Besuche uns auf unserer Blogseite www.let's-talk.com. Dort findest du weitere Informationen, Videos, Anleitungen und Berichte über hundefreundliche Plätze. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, leite den Link direkt an deine Freunde und Bekannte weiter. Und denk daran, Hund immer dabei!